Hallo, servus, grüß euch, danke fürs Einschalten. Leibend, dass ihr dabei seid. So, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute etwas ganz anderes. Und zwar habe ich mir ausgeborgt eine neue BMW GS 1250, hat einen Nachnamen R, glaube ich, oder so. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Und zwar muss ich sagen, ja, natürlich, jetzt werden einige sagen, mir holt ein GS. Ja, es ist ein GS, aber ich weiß, dass das Ding und früher auch von mir, von vielen, weit unterschätzt wird. Zunächst einmal ein großes Danke an BMW Wiener Neustadt, BMW Zita, für die Leihgabe. Und ich darf eine kleine Runde fahren und haben mir gedacht, jetzt mache ich noch schnell ein Video. Und das erste sonst für dieses. Aha. Ja, ich bin dann nämlich in drei Städten. Das ist in der Nähe von Wiener Neustadt. Und da sind ein paar nette Kurven dabei. Was ich euch unbedingt sagen wollte, ist das Display. Ich finde, das Display ist wirklich gelungen. Man hat Keyless Go. Also einmal. Hallo? Oder bin ich zu weit weg, mein Schlüssel? Na, schau, da haben wir. Da haben wir schon im Vorführeffekt, Leihwand. Okay, warte, ich hole den Schlüssel. Ich habe schon früher erlebt, aber. Ja. So, Schlüssel ist aber jetzt eigentlich in der Nähe. Ah, ich hab den. Ich bin ein Depp. Die BMW kann X4, ich war der Trottel. Na, da seht ihr es wieder. Ich lasse es aber drin, ich finde das lauernd. Und zwar habe ich nämlich den Notausschalter, warum auch immer, beim Ausschalten irgendwie betätigt gehabt. So, ich wollte euch aber eigentlich sagen. Beim Einschalten, wenn das Display hochfährt, was ist? Damals, damals nicht. Der kurze Dirken. Da schau mir an. Oh ja, es ist doch der Schlüssel. Ja, wenn ich den wieder da herleg. Nix, ich tape. Ja, 2 Meter, das ist zu weit weg, nach hinten. Wirklich war, es war der Schlüssel. Okay, ich bin frei von jeder Schuld. So, habt ihr es gesehen? Schaut wirklich leibend aus. Ich finde, das Display ist wirklich gelungen. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Es ist bei voller Sonneneinstrahlung absolut ablesbar. Also das ist keine Geschichte von den ganzen Tester. Das stimmt wirklich so. Es ist absolut ablesbar. Und auch bei voller Sonneneinstrahlung, Sonneneinwirkung, wie man es jetzt nennen will, wirklich, wirklich leibend. Ja, man hat alles an Bord, was man haben muss. Ich glaube, die ist sogar voll ausgestattet. Es ist alles dabei, was man braucht. Ich finde das sehr geil, diesen Drehmenü, leck mir mal, Stingsbums, was weiß ich, wie es heißt. Finde ich wirklich leibend. Man kann sich das Fahrwerk einstellen. Ich bin jetzt gefahren im Motormanagement, man sieht es da ganz deutlich auf Dynamik und das Fahrwerk habe ich auch auf Dynamik. Genau. Und ich muss sagen, natürlich ist es richtig, richtig weich im Vergleich zu meiner Tohono. Aber das jetzt zu vergleichen mit meiner Tohono wäre vielleicht ein bisschen unfair, beziehungsweise würde man da Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich bin aber dennoch überrascht, wie leibend sich das bewegen lässt. Mir taugt es richtig. Ich bin wirklich überrascht. Man kann natürlich in die tiefen Schräglagen, fühle ich mich damit noch nicht recht wohl. Man hat damals vergessen, mein Factory Tohono hat Öl ins Fahrwerk. Und das hat das natürlich nicht. Das ist natürlich auf Komfort ausgelegt, auf Reisen, auf Enduro. Man könnte da hinten, ich lasse es lieber aus, bevor ich es hinlege. Dann habe ich 1200er Selbstbehalt drauf und das will ich dann auch nicht. Ich gebe euch noch kurz einen Soundcheck. Sekunde. Den Schlüssel nochmal. Ich finde nämlich den Sound. Ja, schau, wie es jetzt geht. Ich finde nämlich den Sound wirklich nicht schlecht. Den finde ich wirklich okay. Ja, Moment, ich starte mal. Ah, da war wieder dieses Brumm. Ja. Und man merkt schon,
Gas gibt. Ja, so, ich weiß, es ist wirklich furchtbar peinlich, aber ich finde es jetzt lustig, ich lasse es so, ich mache das jetzt nicht noch mehr alles, ich habe die Zeit gar nicht für noch mehr alles, ich bin schon recht im Stress, ich mache mir nur was schnell zum Trinken auf, zisch, offen ist. So, und genau, warum, werden sich jetzt einige fragen, wie jemand wie ich sowas Probe fahren. Ja, aus mehreren Gründen. Punkt 1 finde ich jedes Motorrad interessant. Es gibt natürlich schon, ich meine, so ein Automi jetzt, also so ein Elektro-Scheiß, es tut mir leid. Das mag noch so gut gehen, aber ich habe da immer wieder Diskussionen schon geführt. Ich brauche, da spreche ich nur für mich persönlich, ich brauche einen Motor, der mit irgendwas angetrieben ist. Benzin, Diesel von mir aus auch noch eher, ja. Aber ich will diesen Geruch haben, ich will das Ansauggeräusch hören, ich will den Auspuffsound hören, ich will schalten, ich will kuppen oder quickshiften, ja. Bei so einem Elektroding, nein, da kommt man zu wenig um, das kann nur 200 Newtonmeter haben, das tut mir leid, ich werde damit nicht warm, ja, also, servus. Ja, so, was kann ich noch zu dem Bike jetzt sagen? Wie gesagt, ich finde, jedes Bike hat seine Berechtigung. Ich bin in den 12 Jahren, was ich jetzt Motorrad fahre, glaube ich, und das ist jetzt keine Geschichte, sicher schon über 100 Motorräder gefahren. Natürlich nicht jede mehrere Stunden, es waren Bikes dabei, die bin ich nur 15 Minuten gefahren, bei so Testtagen. Oder ich habe auch als in einem Motorradgeschäft quasi als Testfahrer eine Saison gearbeitet, wo ich sämtliche Motorräder, die wir angekauft haben oder verkauft haben, Probe gefahren bin oder die repariert worden sind, Probe gefahren bin. Und da war dabei von einer aus den 60er Jahren Moto Guzzi bis zum modernsten Bike alles dabei. Also ich bin wirklich schon viel, viel gefahren, aber eines bin ich noch nie gefahren, nämlich am Boxer. Und ich wollte unbedingt wissen, wie das ist. Und ich muss sagen, der schlechte Ruf, der den Boxer teilweise vorauseilt mit, das tut in die Kurven irgendwie ziehen. Also vielleicht ist es bei den Luftkühlen noch eher so. Bei der ist es halt doch, dass mir auch die BMW-Fahrer gesagt haben, das ist doch deutlich feiner, geht feiner ans Gas, ist nicht mehr so ruppig. Also ich finde, die Gaseinnahme ist top, die ist wirklich super. Ich habe es sogar probiert, du kannst mit der 6. auf 2000 Touren runterfallen lassen. Ich glaube, da bist knapp unter 50 km/h. 46, 45, 44 km/h, irgend sowas. Und dann drehst du den Hahn komplett um und das ruckelt nicht. Das ist, ja, das schiebt vorwärts dann kontinuierlich. Da kann man wirklich nichts sagen. Also ist wirklich top. Taugt mir. Also, ja, was gibt es noch zum Sagen? Was mir weniger gefällt, ist vielleicht das Getriebe. Ich muss dazu sagen, ich komme ja von der Aprilia und die hat ein ganz weiches, butterfeines, sensibles, geiles Getriebe. Es tut mir leid, wenn ich das so verherrlichen tue, aber es ist einfach so. Und das Getriebe von der Boxer da jetzt, von der GS, mag sein,
vielleicht ist das nur, weil es ein Vorführer ist, noch nicht so wach eingefahren, aber es ist doch eher knochig. Du hast auch beim Kuppeln, kommt man vor, wie wenn man hin und wieder mal dazwischen beim Schalten spüre ich, nicht, dass ich ihn erwischt hätte, aber man spürt quasi so einen Zwischenleerlauf. Was ich gar nicht mag, ist Blippern hoch- oder runterschalten unter 4000. Da ist es dann eher ruckelig. Ich muss aber auch gleich bitte fairerweise dazu sagen, und das ist vielleicht ein Appell, das zählt auch für die Aprilias. Tats nicht Quickschiften oder Blippern im Ortsgebiet. Das ist nicht ausgelegt dafür. Ich weiß, die Verkäufer sagen alle, ja, das kannst du immer und überall verwenden. Ja, kannst. Nur wie lang? Das Problem ist, es geht alles auf die ganze Schalterei, auf die Schaltgabeln und wie sie alle heißen, die Trimmer da drinnen. Das ist nicht ausgelegt dafür. Das ist ausgelegt, ich brauche einen Blipper, weil sonst hätte ich den MotoGP nicht drinnen, wenn ich, oder einen Quickshifter, wenn ich ambitioniert am Gas bin. Also ist heute halt schon unter richtiger Last oder zumindest Teillast oder Dreiviertel Last am Gas haben und sagen wir mal 5.000, 6.000 Touren, sollte ich halt schon drauf haben, damit ich hochschalte. Ja. Es tat den Motorrad und den Getriebe nichts Gutes. Ich weiß, das heißt, das ist wurscht, kannst du immer schalten. Ja. Ich glaube nicht. Also ich bin natürlich kein Hersteller, ich gebe auch keine Garantie, ich bin auch nicht ein Mechaniker oder ein Oberguru. Es ist nur das, was ich so mitkriege im Umkreis, was ich höre, meine Erfahrungen. Ich glaube nicht, dass es gut ist auf Dauer. Also ich tue gern Quickshiften, aber wie gesagt, eher dann, wenn ich schon ein bisschen ambitionierter am Gas bin. Natürlich, um aufs Fahrwerk zurückzukommen, das Fahrwerk ist gut. Ich bin überrascht, wie lockerflockig, dass man damit fahren kann, wie schön man da mitwedeln kann. Mit einer normalen, flotten Hausrunde kannst du damit jederzeit mitfahren. Auch mit Flotteren, ja, wenn das ein guter Fahrer ist, fährt er damit locker mit. Und ich habe schon viele GS gesehen und das ist auch das, das wird von vielen unterschätzt. Und auch ich habe es früher oft unterschätzt. Aha, schau, da kommt die Vorschrift. Alles perfekt. Ah, ja. Ohne Handschuhe, schön. Ja, und ist weit unterschätzt, die GS. Wurde auch von mir sehr lange unterschätzt. Aber das Ding ist wirklich flott zum Bewegen. Natürlich, wenn es dann richtig leibend und arg zur Sache geht, dann ist klar, bist du vielleicht natürlich mit einem Hyper Naked oder Supersportler besser drauf. Was mich noch ein bisschen geschert hat, ist, das Windschild ist zwar geil, aber ab 120 kommt mir vor, habe ich mehr Druck am Kopf vom Wind oder im Oberkörperbereich oder eher Kopf, ich bin nicht so groß, als wie auf meiner Donau. Die Spiegeln sind übrigens dieselben wie auf meiner Donau. Ich glaube nur der Fuß ist ein bisschen kürzer. Was ich cool gefunden habe, man kann den Sattel die Sitzhöhe auf zwei Positionen verändern. Ich habe ihn jetzt auf hoch und ich bin überrascht, ich bin nur 1,74. Wie schön leibend oben ich komme mit den Füßen, das hat mich wirklich überrascht. Und ja, Bremse ist okay. Man kann auch Kupplungs- und Bremshebel leibend verstellen, was heutzutage auch nicht so verständlich ist, dass der Kupplungshebel auch einstellbar ist. Ja, ansonsten muss ich sagen, mir hat das überraschenderweise gut gefallen, hat mir gut gefallen, das Ding. Fährt sich gut, ich fühle mich nicht unwohl drauf. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte das haben jetzt gleich oder was, aber wenn man jetzt sagt, man möchte was Gemütlicheres, mit zum Reisen. Ah ja, entschuldige, was ich noch sagen wollte, der Sound ist, manchmal macht sie bei einer gewissen Drehzahl, wenn du mit Quickshifter hochschaltest, wie man das auch oft hört, wenn man wo selber gerade fährt oder zu Fuß unterwegs ist und da fährt einer vorbei und schaltet gerade so ein richtig schönes Papp. Ja. Das haben sie gut gemacht und macht ein bisschen diesen Fun-Faktor, bringt das rein, dass es ein bisschen sportlich ist. Also es ist eigentlich, finde ich, doch sportlicher, als ich mir gedacht habe. Wenn man sich mal damit arrangiert, dass das halt ein bisschen, du spürst ja die Steine viel mehr, also ich auf meiner Donau spüre, anscheinend fühlt es nicht, was ich da schon spüre an Unebenheiten auf der Fahrbahn. Das verunsichert die vielleicht kurz am Anfang. Und dass es halt ein bisschen mehr schaukelt und wacher ist. Aber das fährt wirklich
nicht schlecht, das ist wirklich leibend. Und ja, abschließend möchte ich noch sagen, wie gesagt, ich finde es leibend. Danke an BMW Zitter, hat mir taugt. Ich werde jetzt zurückfahren am schnellsten Weg, weil ich bin eigentlich schon spät dran, ich habe noch tanken müssen jetzt. Übrigens steht dann ganz groß am Display, also auch für die ganz Dummen, bitte Reserve erreicht, bitte fahren Sie die nächste Tankstelle an. Und ich finde, das ist ein toller Motor, es ist ein tolles Motorrad. Ich kann mir sowas in den nächsten Jahren nicht vorstellen. Ich werde jetzt in nächster Zeit noch ein paar Videos machen. Ich habe einiges schon im Kopf, was ich noch machen möchte, was aber eher mehr Equipment, Zubehör betrifft, Ausrüstung vor allem betrifft. Das hebe ich mir aber eher auf für die Herbst- und Wintertage, wo ich dann nicht draußen bei so geilem Wetter, wir haben jetzt 27, 28 Grad oder so, das hebe ich mir dann auf für die ein bisschen kühleren Tage. So, dann kommen wir zum Fazit, kommen wir zum Resümee. Und zwar jetzt, wo ich schon wieder zurück bin, ich habe jetzt mich noch nicht unterhalten mit Martin Favrein, das ist der Chefverkäufer, der Verkaufsleiter von der Motorradabteilung bei BMW Zitter in Wiener Neustadt. Haben uns jetzt noch nicht unterhalten. Falls ihr das seht, liebe Grüße an das ganze Zitter-Team. Ja, Fazit, es hat mir Spaß gemacht. Es war lässig mit der BMW und war wirklich überraschend gut. Was ganz flashig war dann, wie ich wieder oben gestiegen bin auf meine geliebte Drohne. Da habe ich erst dann gemerkt, ja bist du deppert, leck mich am Arsch, ist die Sitzposition aggressiv, sportlich auf der Drohne. Der Kniewinkel ist ein Wahnsinn auf einmal. Ja, wenn du, man gewöhnt sich so schnell um, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, bei mir ist es zum Beispiel so, man gewöhnt sich so schnell um auf das Bequeme. Ich bin jetzt ein bisschen was über eine Stunde mit der GS gefahren und es ist sofort, wo man noch auf die Drohne gesetzt haben, gedacht, Alter, das ist aber auch ein Kniewinkel. Ja? Also das ist wirklich, wirklich, wenn man auf so einem bequemen Bike sitzt, wie auf der GS und du steigst dann auf einmal um auf die sportliche Drohne, das war schon sehr flashig jetzt. Ja, kommen wir aber schnell noch zum Fazit, damit wir da zu einem Ende kommen. Fakt ist so, dass mir trotz allem dieser bequemen Sitzposition mir einige Male die Hände eingeschlafen sind. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht vibriert es ein bisschen mehr wie mein V4. Aber es war immer noch recht kurz. Kurz ausschütteln, dann ist es wieder gegangen. Obwohl ich da eigentlich überhaupt keinen Druck auf die Hände habe. Ich kann es wirklich nicht sagen, warum. Wie gesagt, Getriebe, ich habe das dann nach den vorigen Aufnahmen extra nochmal drauf aufgepasst. Das ist wirklich ein bisschen hackelig. Das Getriebe taugt mir bei der GS einfach nicht. Also da, das ist nicht schlecht. Es gibt sicher Schlimmeres, es gibt aber auch viel Besseres. Was ich ganz arg gefunden habe, ist ja im Vergleich zu meiner Drohne der Lenkeinschlag. Auf das habe ich ganz vergessen. Der Lenkeinschlag auf der GS ist ein Wahnsinn. Also da kannst du ja fast um 45 Grad abbiegen. Und bei der Drohne ist ja der Lenkeinschlag, bitte, Moment. Das ist alles. Ja, mehr geht nicht. Das ist voller Lenkeinschlag. Ja. Das ist natürlich bei der GS ein Wahnsinn, ich habe das gemerkt. Ich habe mich da einmal kurz verfranst in drei Städten, da hinten nochmal dumm, habe ich umgedreht und war echt überrascht, wie leibend du mit diesem Brummer, mit der Kuh, ja, wie leibend du da reversieren kannst und wie leibend der Lenkeinschlag ist. Der Sound beim Fahren ist für mich, obwohl ich natürlich verwöhnt bin von der Euro 3 Drohne und V4 Sound, war der Sound für mich für die GS trotzdem in Ordnung, war trotzdem schön angenehm. War nicht zu laut, war nicht zu aufdringlich und das will auch einer, der mit einer Reise-Enduro fährt, der würde es wahrscheinlich auch nicht zu laut haben. Also das hat für mich gepasst. Auch das Drehmoment und der Drehmomentverlauf vor allem kann man wirklich nicht sagen, diese 100, ich glaube 125 Newtonmeter, da hat sie sogar jetzt 130, ich weiß jetzt gar nicht. Also bitte steinigt es mich nicht, wenn ich da jetzt nicht genau die Zahl treffe, aber das ist wirklich leibend, das ist ausreichend, das geht gut vorwärts. Das dreht zwar, glaube ich, bis 9, aber du merkst, ab 8000 Umdrehungen geht ja dann der Soft aus. Und
ja, ob halt das jemanden wert ist, so viel Geld zum Ausgeben, GS, nackig, ist jetzt nicht, glaube ich, so dramatisch, aber voll ausgestattet kostet die, diese Kuh ja da richtig Kohle. Ob es jemand wert ist oder nicht, das muss jeder für sich wissen. Die Frage stellt sich aber irgendwie nicht, das ist ja doch, kann ich mir es leisten, will ich es haben. Das ist ja dasselbe bei einer Factory, die kostet ja auch nicht wenig. Oder bei irgendeinen neuen Sportmotorrädern, die kosten auch richtig Geld. Ja, wie gesagt, das war mein Resümee. Mir taugt es. Ich habe es leibend gefunden. Ich finde, wie gesagt, ich finde alle Motorräder leibend. Jedes für sich. Es gibt Sparten, die mir mehr taugen, Sparten, die mir weniger taugen, so wie bei jedem anderen Menschen auch. Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich die GS-Probe gefahren bin. Sollte vielleicht jeder mal tun. Vielleicht würde er ja dann seine Meinung über gewisse Richtungen oder Sparten ändern. Ja, jetzt sage ich aber wirklich danke fürs Zuschauen. Live und dass ihr dabei wart. Ihr seid die Geilsten. Ich bin der Weite. Ciao, Baba, bis zum nächsten Mal. Grüß euch.